sollte zumindest so stimmen. Oder? Können wir gleich nochmal kontrollieren, wie wir das gemacht haben. Ja, das habe ich genau so habe ich das gemacht. Da sind die drei und von da an, wo der Turm ist, da habe ich es diagonal gemacht. Allerdings, ich will das wirklich nochmal eben... Verzeihung, Leute, ich muss das wirklich nochmal abzählen, weil wenn man sich hier verbaut auf diese Größe, ist das verdammt blöd, das später wieder in Ordnung zu bringen. Deswegen zähle ich lieber nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, stimmt, ich habe mich nicht verzählt. Das ist also schon mal sehr gut. So, das heißt, der nächste, der kommt jetzt hier hin. Und das müssen dann nämlich wieder 4 sein. 1, 2, 3 und 4. Dann kommt wieder einer von denen hier. Und jetzt nochmal 4. 1, 2, 3 und 4. So, damit haben wir nämlich die eine Seite. Das reicht dann bis hier ran. Exakt. So, jetzt kontrollieren wir wieder. 1, 2, 3 und 4. Jetzt kommt wieder einer von dem hier hin. Zack, der geht weg. 1, 2, 3 und 4. Der geht dann jetzt da wieder hin. So, jetzt wieder einer von denen. Ne, ist logisch. 2 und 3. Krasse Sache. Und jetzt geht das wieder weiter mit 6 im Prinzip in diese Richtung. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Jetzt kommt wieder einer von der Seite hier. Zack. Oh Gott, da unten ist auch nochmal so ein See. Ja, kommt der da hin und jetzt geht das wieder mit denen hier weiter. 1 und 2. Jetzt müssen wir hier ein bisschen anbauen. Also wieder so. Zack. Jetzt wieder 2. 1 und 2. So, jetzt hier wieder anbauen. Hier müssen wir nicht ganz so viel ebnen. Das ist schon mal sehr gut. Zack. Und hier 1 und 2. Jetzt kommt da wieder einer ran. Ne, hier nicht. Da will ich dich haben. So, und hier 1 und 2. Kommt das hin? Treppenhaus. Ja, kommt hin. Krass, ist das eine Riesenfläche hier. So. Oh, da kommen wir ja direkt bis zu unserem Haus ran hier. Das ist ja gruselig. So, und hier, jetzt kommt der dann da wieder ran. Zack. Der geht weg. Der geht weg. So. Ja, das muss ja alles erstmal weg hier. So, das natürlich auch. So, da haben wir Glück gehabt. So. Ist ja auch ein Ding hier. Naja. Oh, wird gerade dunkel, sehe ich. Können wir gleich mal kurz hier reingehen, pennen gehen, wo wir schon mal hier sind. Gute Nacht. So. Na, ich bin ja mal gespannt, ob das Ganze dann auch aufgehen tut. Das werden wir dann, wie gesagt, gleich merken. Und ich sehe gerade, ich brauche hier so einen neuen... Habe ich da noch welche drin? Nee. Das heißt, dann brauche ich hier tatsächlich jetzt erstmal einen neuen Bruchstein. Da haben wir jetzt zum Glück noch. Wo waren die Dinger? Die waren hier. So. Und ja... So, mein dicke Ding hier. So, da sind wir stehen geblieben. Können wir, zack, zack. Können wir erstmal kurz nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Oh, scheiße. ja, ein bisschen blöd gebaut hier. Weiß ich jetzt nicht, wie ich das machen soll. Ach Mensch. Also da weiß ich jetzt nicht, wie ich das... Das ist ja wirklich ein bisschen blöd. Wie hatte ich jetzt so? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8.
Das heißt, das wäre jetzt noch hier. 9 wäre dann hier. Das wären 9. Da wäre jetzt quasi nämlich dieser Block, dann wäre dieser 9 und dann würde jetzt 6 in diese Richtung gehen. Also genau da, wo mein Haus steht. Das ist natürlich total beschissen. Das heißt, wir müssen die Ecke jetzt irgendwie uns mal dazu denken, weil ich habe jetzt keine Lust, das Ganze abzureißen hier, ehrlich gesagt. Das ist jetzt wirklich ärgerlich, dass das genau auf der Linie hier drauf ist. Das ist wirklich ein bisschen blöd. Das Einzige, was wir jetzt hier machen können, um das Problem zu lösen, vorübergehend, bis wir hier wirklich so einigermaßen uns hier rein dann platzieren, ist, dass wir, ja, das erstmal so jetzt halt mal spontan machen. Also, ja, also ein Fleck wäre das im Prinzip, ne? Das wäre dann hier der 9. Naja, dann müssen wir das uns so denken. Jetzt würde es dann 6 quasi geben. Ist das richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist genau bis zu dieser Kante. So. Also bis dahin. Dann muss das hier erstmal weg. So. Ja, hoffentlich habe ich mich jetzt nicht verzählt. Das sieht jetzt ein bisschen blöd aus. Das hätte ich sehr gerne eigentlich alles irgendwie... ja, scheiße. Gut, dann gucke ich mir den ganzen Spaß mal von der anderen Seite an. Da haben wir ja auch schon angefangen. Ja, nämlich hier. Moment, das ist eine Wand, zweite Wand, dritte Wand. Die vierte wäre jetzt hier. Wobei ich hier ein bisschen verwundert bin, ehrlich gesagt, warum das... Naja, das ist ja die Dreierwand hier, ne? Oder? Na klar. Das ist ja die Dreierwand. Also erstmal alles weg hier. So. Ist ja witzig. Ja, die Seite lasse ich dann einfach erstmal offen. Die integriere ich dann später. Schade, jetzt ist das Ding auch schon wieder kaputt. Ach, du liebes bisschen. So, das ist, genau, das ist der Turm. Das ist die Dreierabstand. Das heißt, es wären jetzt hier diese Sechsergeschichte. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und jetzt geht das hier im Prinzip weiter. 1. So. Und jetzt hier wieder einer hin. Der geht weg. Ah, das ist schon wieder alle hier. Mein Gott, nee, jetzt muss ich erstmal eine neue. Ja, komme ich nicht drum rum. Muss ich mir mal eben so neue Dings machen. Eine neue Schaufel. Haben wir denn noch Eisen? Eisen, haben wir noch Eisen? Nee, Eisen habe ich tatsächlich schon verbraucht. Es sei denn, hier im Ofen... Ja, cool, da sind sogar noch 4 drin. Prima. So, da werde ich mir doch glatt mal noch mal eine neue Eisenschaufel machen. So, da haben wir sie auch schon. Ich habe die Möglichkeit, auch 2 gleich zu machen. Ach, komm, dann machen wir auch gleich 2. Was soll's. Und dann ist gut. So. Ja, was soll das jetzt hier? So. Was haben wir? Ich bin mal gespannt, ob das wirklich auch aufgeht. Also ich bin da so ein bisschen noch, wenn ich mir das so angucke, ein bisschen im Zweifel, ehrlich gesagt. Weil das da mit dem Haus da so doof ist. So. Das muss erstmal alles weg hier. Mal sehen, was das dann wird. Bin ich ja mal gespannt hier. So. Zack. Zack, 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 zack. Eieiei, da kriegst du da wirklich einen Erdwurm hier. Ganze Zeit hier die Erde abtragen. So. Das wird eh nur lustig werden, das alles platt zu machen. So. Zack, 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 zack. Okay. Sollte doch hoffentlich erstmal für ein bisschen
Platz genügen. So, und dann geht's wieder weiter hier. Einer dahin, einer dahin. Jetzt wieder zwei. Und einer dahin. Dann wieder zwei. Und einer dahin. Und wieder zwei. Warum ich jetzt hier das so mache, dass ich immer einen Erdblock da reinsetze, beziehungsweise die ganze Zeit schon so mache, hat den Sinn, dass ich mich an diesen Dingern orientieren kann, wo im Prinzip die sogenannten Luftluken später gesetzt werden, dass das tatsächlich dann auch symmetrisch wird. Weil das ist wesentlich einfacher so abzuzählen, als wenn wir hier nur so eine Linie mit Steine hätten. Das werdet ihr später dann merken, sobald wir das Ding in die Höhe ziehen. Das wird zwar noch ein Weilchen auf sich warten lassen, weil jetzt brauchen wir erstmal Cleanstones dann. Und dann hoffe ich mal, dass wir uns da nicht verbauen. Das wäre ja dann auch nochmal suboptimal. Aber mal schauen. So, 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ach du liebes bisschen. 6. Das kann man uns mal merken. So. Zack, 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 zack. Ja, ist ja sehr mühselig. Zum Glück habe ich hier die Eisenschaufel. So. Geht ein bisschen schneller. Zack, zack, zack. So. Hei, hei, hei. Oh, Kohle, cool. So, können wir erstmal machen. Ich glaube, 6 hatte ich gezählt gehabt. So, dann machen wir jetzt hier die 7 hin. 7. Die 8. Und die 9. Und dann haben wir's. Zack. Und jetzt müssen wir 6 noch legen. Können wir mal eben gucken. 2 haben wir gerade. Das wären dann jetzt, was? 2, ja, ich dachte, das sind ja 2. So, 3, 4, 5. Ja, das muss jetzt hier erstmal weg. Die nehme ich natürlich mit, die Kohle. Ist ja logisch. Wäre ja blöd, wenn ich sie hier stehen lassen würde. So. So. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Prima. So, somit haben wir dann auch diese Seite jetzt erstmal hier drin. Jetzt vergesse ich das immer. Wie war das gewesen? Bin ich da gleich rangegangen oder habe ich das versetzt gemacht? Nee, da bin ich gleich rangegangen und die nächste ist dann erst versetzt. Okay. So, das geht dann quasi jetzt in die andere Richtung. Das geht jetzt quasi dann genau mit diesem Block hier rein. 1, jetzt stört das hier. Die müssen noch weg. Moment, wo ist die Schaufel? Ja. Das muss weg. So, wieder eine kaputt. Zack, ja, prima. Wird übrigens schon wieder dunkel, müssen wir gleich mal wieder runter schlafen gehen. Oder wir können zur Abwechslung ja uns mal ein bisschen auch mit Monstern anlegen. Wobei ich eigentlich recht zufrieden bin, dass hier gar nicht so viel rumeiern. Das finde ich auch schon mal ganz gut. Spart auf jeden Fall jede Menge Nahrung. Ne? So. So, prima. So, dann nehmen wir das mal weg hier. Schon an Stein hier rangekommen sind. So, was ist denn das jetzt eigentlich?
Das waren drei doch, oder? War das nicht so? Wenn das hier so reingeht, dann sind das hier drei. Und jetzt müsste einer versetzt sein. Das ist dann der hier. Ja, dann stört der. Der stört, der stört, der und der. So, und jetzt geht das hier quasi weiter. Das müssten jetzt wieder vier sein. Oh Gott. Da habe ich mir ja was vorgenommen hier. Naja, das ist. Das muss hier erstmal alles weg. So, ja. Okay. Also Viere sagt er. Na dann mal los. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt würde wieder einer von dem Normalen kommen. Von denen hier. Und jetzt geht's da hinten weiter mit vier. Ach Mensch. Warum ist denn hier so viel Erde, was mich hier stört? Na, dann nimm weg. Heieiei. Meine Güte. Also wirklich eine Menge hier an Erdschichten, die hier weggetragen werden müssen. Versuch mal alles wegzunehmen, was ich schaffe. Auch mit dem Wasser haben wir bis jetzt ja eigentlich Glück gehabt, dass wir nur zwei kleine Flüsse haben oder Seen. Ist nicht ganz so viel stillzulegen. Was auch schon mal positiv ist. So. Gut. So, jetzt müssen wir den Rest halt hier machen, so mit. Mit der Spitzhacke. Ne? So. Jetzt mal eben hier reinkloppen in den Fels. Bisschen. So. Kriegen wir hin. Lalalala. So. Oh, ist auch schon wieder kaputt. Hab mir zum Glück gleich ein paar gemacht. Gott, also ich hätte schon das nächste Problem, das sehe ich jetzt übrigens schon, das nächste Problem, was kommen wird, wenn ich mir hier mal so anschaue, wie viel Andesit ich hier bis jetzt habe, das ist ja noch gar nichts. So, also 1, 2, 3, 4, einen dahin und jetzt geht das weiter mit wieder 4. Das ist quasi das Treppenhaus. Also 1. 2, 3 und 4. So. Genau. Ist ein bisschen unübersichtlich hier der ganze Spaß. Finde ich jetzt ein bisschen schade, dass das so unübersichtlich ist. Weil da würde ich gerne mal, ja, schauen wollen. Naja. Wie war das gewesen bei den Dingern? Ich glaube, so war es gewesen, ne? Eins, zwei. Jetzt muss ich hier wieder rein. Ah, hier geht's. Das ist ja lustig. Ach, da ist ja mein Haus. Hallo. Also, wir sehen schon, es kommt hin. Jetzt bin ich ja wirklich mal gespannt, ob sich das auch verbinden lässt. Aber das sieht schon mal ganz gut aus, zumindest die Richtung, die stimmt, so dass wir uns anscheinend nicht zu doll verbaut haben, wenn wir uns verbaut haben. Noch können wir, wie gesagt, ein bisschen dran rumwurschteln. Das ist möglich, weil wir bis jetzt noch nicht so viel
Meilensteine gesetzt haben, die wir nicht umsetzen könnten. So, jetzt ist das Ding auch schon wieder kaputt. Jetzt mache ich mir aber keine neue mehr. Das muss jetzt einfach ausreichend sein. Das heißt, ich muss jetzt eh erstmal hier mit dem Ding arbeiten. Ist mir jetzt egal. Ich muss nur gucken, wo hier die Dings ist. Vierer haben wir gesagt. Eins, zwei, drei, vier. Machen wir das einfach so mal schnell. Ja, ja, ist auch kein Problem hier. So. Eins, zwei, drei und vier. Einer dazu. Jetzt brauchen wir nur noch die hier wieder. Eins, zwei, drei und vier. So. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, das ist der Turm. Das heißt, jetzt müssten drei hier rein, ist das richtig? Und die müssen versetzt sein. Also eins, zwei, drei. Ja, das ist die Außenlinie. Also, es funktioniert hundertprozentig. Wir haben uns nicht verbaut. Das ist der erste große Erfolg, den wir verbuchen können. Wir sind gerade. Wir sind tatsächlich gerade. Das heißt, es hat sich sehr gelohnt, dass wir diese Fläche jetzt eingegrenzt haben. Weil, hier sehen wir es eindeutig. Hier ist der Mittelpunkt. Eins, zwei, drei, vier. Versetzt, das heißt, es werden jetzt hier wieder drei rein, 1, 2, 3 und da sind wir dann quasi hier. Und von den drei geht es ja jetzt im Prinzip hier, ja, die ganze Linie runter. Also es geht hundertprozentig auf, es ist symmetrisch. Ich habe mich definitiv nicht verbaut, das würde man sehen. Das bedeutet, der erste Arbeitsschritt zu unserem Let's Build, zu unserem, ja, wie sagt man, zu unserem Bauprojekt ist fertig. Das heißt, wir haben jetzt die Fläche, die benötigt wird, um dieses Bauwerk zu bauen. Und ihr seht, Leute, wie groß das ist. Also im Prinzip all das, was ihr jetzt hier seht, ist die innere Außenmauer. Das hört sich blöd an, innere Außenmauer ist aber so. Das heißt, dieses ganze Teil hier, bis da rum, bis da hinten, wird alles ein einziges Gebäude werden. Wie gesagt, verbaut haben wir uns nur, das war mal wirklich ein blöder Zufall, dass ich genau hier an der Ecke, also das ganze Haus müsste theoretisch einen einzigen Block und dann noch besser zwei Blöcke nach hinten hätte reingerutscht, dann wäre es genau aufgegangen oder ich hätte da hinten einfach zwei Blöcke weiter in die andere Richtung gehen können. So, wie sieht's jetzt aus? Was ist das nächste große Projekt, was wir vorhaben? Wie geht's jetzt weiter mit unserem Bauvorhaben? Ganz einfach, wir sehen schon, wir befinden uns hier außerhalb des Rahmens, das heißt außerhalb unseres Bunkers und hier, wenn ich jetzt hier rüber hüpfe, innerhalb des Bunkers. So, und was fällt uns auf? Dass wir hier natürlich Kraut und Rüben haben und sogar Regen. Es regnet hier rein, das wird noch eine ganze Weile da rein regnen, bis wir ein Dach haben und das ist irgendwann in Folge 100, 200 oder was, wenn wir da mal ein Dach haben. Das heißt, das nächste, was wir jetzt machen müssen, alles eben machen. Das heißt, alles auf diese Ebene hier bringen. Das heißt also, ich komme gar nicht drum rum, um mir wirklich jede Menge Eisenschaufeln zu machen und das Ganze hier alles eben zu bekommen. Das ist jetzt im Prinzip das nächste große Vorhaben, was wir haben, das Ganze hier zu einer Fläche zu machen. Das machen wir jetzt auch. Folglich werde ich jetzt erstmal noch was anderes machen, nämlich erstmal den ganzen Kram hier rein und wir werden auch gleich Ordnung schaffen. Genau. Und zwar gehe ich jetzt hier mal eben hin. Gehe mal ein bisschen runter und jetzt gehe ich einfach mal hier rein. So, das kennt ihr ja auch schon bei mir aus dem Let's Play. Das ist jetzt hier so dieses typische Cave-Design, was ich mache. Ich gehe jetzt einfach hier rein. So, ah, machen wir mal eine Viererreihe draus. Das ist nicht weiter wild, wir sind ja immer noch unterhalb des Bunkers. Das kann man später ja auch verbinden, wenn man möchte. So, und jetzt mache ich mir einfach hier Platz. Und dort werde ich jetzt einfach die Deckenhöhe, die ist nicht weiter relevant. So, ach, da kommt sogar schon Kohle zum Vorschein. Und Eisen, prima, genau das habe ich gesucht. Genau, Leute, das sind diese Effekte, die dabei natürlich rauskommen, wenn man hier so ein Cave-Design betreibt, dass man natürlich auch das Glück haben kann, so wie hier jetzt gerade auf eine kleine Eisenmine zu stoßen. So eine schöne kleine Ader, Eisenader, die wir ganz dringend brauchen. Und Kohle brauchen wir natürlich auch jede Menge. Und hier haben wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstmal habe ich hier einen kleinen Raum für Kisten. Hier würde ich jetzt nämlich gleich ganz gerne Kisten reinbauen wollen. So, dass wir mal so ein bisschen schon mal so einen Überblick behalten, weil wir kommen jetzt langsam, langsam so mit der obersten Kiste so ein bisschen in die Petrolie rein, dass es erstmal A, unübersichtlich wird und B, natürlich voll wird.
Und das wollen wir ja möglichst verhindern. Wir wollen von Anfang an gleich Ordnung schaffen. Später ziehen wir damit auch um mit den ganzen Kisten in den Bunker rein. Sobald natürlich, wie gesagt, der Bunker steht. Und wie gesagt, das kann sich noch über die nächsten 50 Folgen oder so hinauszögern. Da weiß ich nicht genau, wie lange ich brauche. Wie gesagt, im Creative habe ich nur fürs Fundament alleine schon 10 Stunden gebraucht. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Und das könnt ihr euch vorstellen, hier im Survival Mode mit abbauen, mit bauen, mit verbauen und wieder reparieren, wird das auf jeden Fall mindestens doppelt so viel Zeit kosten, wenn nicht sogar das 3- oder 4-fache. Also da könnt ihr euch auf einiges gefasst machen. Für die einen wird es langweilig sein, hier ständig Steine abzukloppen. Nur, ja, anders geht's leider nicht. Und ich wollte wirklich so wenig wie möglich hier irgendwie cheaten oder so oder sonstiges machen. Eigentlich gar nicht. Sondern euch wirklich an jedem Arbeitsschritt auch dran teilhaben lassen. Und ja, müsst ihr einfach selber entscheiden, ob ihr euch das antun wollt oder nicht. Ich weiß, einige werden Spaß haben, andere nicht. Ja, die nicht Spaß haben, die müssen dann halt zu einem normalen Let's Play gehen, wo man halt ein bisschen wandert und sich mit Zombies anlegt oder sonstiges. Hier, wie gesagt, ist Let's Build jetzt erstmal angesagt.